Okay, dann gibt es jetzt erst einmal die versprochene Roomtour von dem schönen Platz, wo ich hier meinen Van ausbauen darf, und zwar bei Franke Design. Ja, ich würde sagen, das ist ein Kreativkünstler, der nicht nur an Autos rumbaut und die schön ausbaut, sondern auch sehr, sehr schöne Möbel für zu Hause macht, die einfach nicht bei IKEA oder sonst wo zu kaufen sind. Sehr robust. Also ich habe schon viele schöne Sachen gesehen. Dinge wie ein Weinregal oder schöne Sitzbänke. Auf jeden Fall ein sehr, sehr kreativer Mensch. Schaut einfach mal auf seine Instagram-Seite vorbei. Und ich glaube, YouTube hat er auch, aber da macht er noch nicht so viel. Also eigentlich wie ich. Fangen gerade erst an. Aber Instagram auf jeden Fall schon sehr, sehr viele schöne Sachen. Und ihr seht auch hier, er arbeitet mit robustem Material, aber das sind Dinge, wo ich einfach sage, die halten für die Ewigkeit. Und wenn du dafür viel Geld ausgibst, in Anführungsstrichen viel Geld, dann soll das ja auch halten. Das hier vorne ist übrigens sein Krankenwagen, den er als mobiles Office nutzt. Der Kai ist jetzt nicht hier, aber ich mache einfach mal die Tür auf und mache mal einen Blick rein, dass ihr sehen könnt. Ich hoffe, ihr könnt was sehen. Ist jetzt dunkel. Aber da habe ich mit ihm auch gesessen und die ersten Ideen für meinen Van durchgesprochen. Und ich muss euch sagen, der bringt euch auf andere Ideen, die ihr bis jetzt irgendwo bei YouTube oder sonst wo seht. Es wird auch noch ein kleines Video folgen, wo er mir einen sehr, sehr schönen Tipp beim Möbelbau gegeben hat, den ich so nicht umgesetzt hätte. Und darauf dürft ihr euch schon mal freuen. Ja, ansonsten, hier ist noch ein Fahrzeug, was ein mobiler Verkaufswagen ist für Fashion Store oder sonst irgendwas. Aber wenn ihr in dem Bereich Interesse habt, egal ob einen mobilen Verkaufswagen für Fashion oder Food Truck oder sonst irgendwas, für solche Sachen ist der Kai genau der Richtige. Ja, hier steht mein Auto. Ja, da vorne Weihnachtsgeschenk von Frankel and Friends und Feel Goodie. Dankeschön nochmal in diesem Sinne. Hatte gestern schon einen tollen Besuch von den beiden, aber habe ich, glaube ich, schon in einer Story irgendwo gezeigt. Ja, hier habe ich mir meine Werkbank gemacht. Hier steht ein bisschen Material rum. Ja, und hier habt ihr mal so den ersten Einblick im Van. Hier vorne wird die Technik gerade so geplant und zurechtgestellt. Da unten kommt natürlich die Dieselheizung hin. Dann muss da noch ein Solarregler mit rein und ein Ladebooster kommt da noch mit rein. Dann habe ich hier schon mal einen Hängeschrank halb fertig. Klar, die Türen fehlen noch. Auf der anderen Seite dort wird der gleiche Schrank nochmal hinkommen. Das ist keine Sitzbank, auch wenn es so aussieht erstmal. Darunter ist der Wassertank, 125 Liter Frischwasser. Die Einfüllung wird von hier vorne passieren. Ich möchte also keine offenen Dosen außen am Wagen haben. Ah, und dann eine Arbeit, die ganz schön Kraft kostet. Türen filzen. Und zwar diese Bögen hier zu legen. Oh, da braucht ihr Kraft. Also, ich bin ehrlich, ich habe es zweimal gemacht. Beim ersten Mal gefiel es mir nicht, weil ich hatte hier eine Schnittkante drin. Ich wollte also eigentlich zwei Stücke machen und die Schnittkante, die gefiel mir überhaupt nicht. Deswegen habe ich es dann komplett als ein Stück gemacht und neu gemacht. Und habe hier in den Ecken jeweils mit dem Heißluftföhn warm gemacht, aber nicht so, dass es anfängt zu schmoren und ihr den Filz riechen könnt. Und dann immer langsam weiter reingedrückt. Ich kann mal eben zeigen, womit ich das gemacht habe, weil mit den Händen ist das sehr, sehr schwer. Und ich habe per Zufall ein Top-Teil dafür gehabt, und zwar mein Teppichmesser. Weil das Teppichmesser auch so gebogen ist, könnt ihr sehr schön hier lang fahren. Und natürlich fängt man hier an, immer weiter nach innen, immer weiter nach innen. Und dann so. Wenn ihr andere Geräte dafür habt,
schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, weil ich habe ehrlich gesagt recht lange gesucht, bis ich dann per Zufall dieses blöde Messer gesehen habe und gedacht habe, versuch doch mal damit. Und vielleicht habt ihr andere Ideen dafür, wie man sowas machen kann. Ja, dann der Gästestuhl. Natürlich nicht wirklich. Aber hier unten schon zu sehen, dort kommt die Wasserpumpe hin. Von da aus geht es dann rüber auf die andere Seite. Hier vorne ein kleines Detail, da kommt der Sicherungskasten drauf, ist ja schon eingemalt. Und dieses Brett wird dahinter sein. Und die Kabel kommen dann natürlich an den entsprechenden Stellen hervor. Und hier wird da ein Klappschrank sein, so dass man immer an die Sicherung wieder drankommt. Ja, gut, hier vorne kommt dann noch die Dusche hin und der Kühlschrank auch daneben noch. Achso, hier oben Dachvan, Maxvan, nee, Maxvan Deluxe, glaube ich. Auf jeden Fall sehr tolles Teil. Ja, und das sind die schönen Campersitze, die ich gekauft habe, weil ich nicht die Originalsitze einfach nur umbauen wollte. Zum einen hatte ich hier eine Sitzbank vorne drin, das geht gar nicht, weil man die nicht drehen kann. Und ich wollte zwei Sitzplätze so schaffen, wo man schön nebeneinander sitzen kann und arbeiten kann. Also man muss sich jetzt mal vorstellen, wenn ich jetzt hier sitze und arbeite, dann habe ich diesen Blick nach draußen oder diesen Blick nach draußen. Habe hier meine Tastatur, dort kommt der Monitor hin und der Tisch ist so zum Drehen, also mit so einem Fuß. Und das Schönste ist, vielleicht, wenn ich es hinkriege, will ich es dann noch so machen, dass man sich so dreht und dann so sitzt und hier in der Mitte einen Tisch hat, um zum Beispiel zu frühstücken, um sich gegenüber zu sitzen und auch mal anschauen zu können. Ja, erzählt mir, was haltet ihr von der Idee? Habt ihr tolle eigene Ideen? Wenn ihr wollt, verlinkt gerne oder schreibt in die Kommentare gerne mal euren Ausbau. Ich schaue mir im Moment sehr, sehr viele Videos davon an und vielleicht habe ich euer Video ja noch nicht gesehen. Also, Link in die Kommentare schreiben. Ja, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert meinen Kanal gerne, wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht. Und mein Ziel ist eigentlich 31.01. fertig und dann wird es wohl zuerst einmal nach Portugal gehen. Also, habt noch einen schönen Tag, viel Spaß bei eurem Ausbau. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat.